Heute werden wir machen ein Bio-Spülmittel, selbst gemacht, und zwar aus Bio-Zitronen, Essig, Speisesalz und Wasser, 100% natural. Dafür brauchen wir nur, also ist schon alles, habe ich abgewogen, Salz, Essig. Essig müsste Apfelessig sein und auch Bio. Ja, ich werde gleich, die Bio-Zitronen sind ganz gut gewaschen. Mit Schale werde ich gebrauchen. Werde ich klein schneiden, dann zerkleinern, klein machen und dann zusammenmischen mit Salz, Essig und Wasser. Wenn die zerkleinert sind, dann in einen Topf zusammen. Also Salz und Zitrone werden zusammen im Mixer zerkleinert. Danach werde ich sie kochen im Topf 10 bis 15 Minuten. Wenn abgekühlt alles ist, die Masse, werden wir in Gläser reintun und dann kann man mit der Hand ja, die alles, also nur Geschirrspülmittel waschen, alles was man benötigt, kann man auch in die Geschirrspülmaschine 2 Löffel, in die Tabs tun, statt Tabs 2 normale Esslöffel von dieser Bio-Spülmittel-Zitrone, es gleich mit ein Tabs, also ein Tabs, diese normale Geschirrspülmittel. So, jetzt fangen wir an. Ich werde gleich die Zitronen klein schneiden und dann zerkleinern. Und zerkleinern pürieren eigentlich wie eine, ja. Wie eine Paste. Wir machen diese Küchen. Jetzt werden wir die Zitrone zerkleinern, pürieren in zerkleinern. Jetzt haben wir die 200 Gramm Salz drinnen, zusammen mit Zitrone. Und jetzt werden wir alles nochmal richtig pürieren. Wir haben alles püriert hier. Ist nicht ganz richtig, aber trotzdem. Ich werde nachher, wenn die gekocht ist, durch den Sieb eventuell nochmal ja, durchgeben. So, jetzt tun wir alles im Topf, die ganze Zitrone. Salz bleibt fast so grob, er will niemals feiner, auch nicht bei Kochen wird der Salz fast kaum. Es schmelzt sich fast gar nichts. So. Werde ich auch den Essig, das Apfelessig, alles zusammen. Dann werden wir jetzt zum Kochen bringen. So, wenn er fertig ist gekocht, dauert noch ein bisschen. Dann werde ich euch zeigen, wie wir den ihn durch den Sieb, damit er noch feiner ist, absieben und dann in Gläschen und dann, er ist super gut geeignet für Babyflaschen zu waschen, besonders für Teller Handwaschen. Generell benutze ich ihn und kann man auch in die Geschirrspülmaschine, wie möchte. Wir haben jetzt diese gekochte Masse von Zitrone und die andere Sache. Jetzt werde ich sie durch den Sieb, damit es noch feiner ist. Das ist die gebliebene Zitronenschale. Wir haben dort den Sieb. Das werden wir wegschmeißen. Und das ist jetzt die fantastische, gut riechende. Der riecht die Zitrone so gut. Gut riechende. Ja, kann man so nennen. Bio-Natural-Spülmittel. Das werden wir im Gläser tun und fertig. Ich weiß nicht, wie viel davon rauskommt. Schon super.
Ja, der Rest werde ich in die Geschirrspülmaschine, sind mir noch zwei Löffel geblieben. Oder werde ich die nächste, die ganze Sache abwaschen. Der einzige Nachteil ist, der macht keinen Schaum, dieses Spülmittel, schäumt nicht. Aber dadurch ist er 100% natural, wäscht fantastisch, die Gläser glänzen und ja, für besonderes für Kinderbesteck und Babyflasche und sowas. Eine sehr wichtige Sache, diese Gläser bitte nicht in den Kühlschrank tun, sondern wo ihr in eine Schublade, wo ihr die ganze Geschirrspülmittel habt, wenn abgekühlt ist. Diese Bio-Geschirrspülmittel will morgen, wenn er über Nacht steht, ein paar Stunden, oder später, wenn er abgekühlt ist, wird er ganz dick, kann man nur mit den Löffel rein. Also nicht vergessen, zwei Löffel in die Geschirrspülmaschine ist gleich mit einem Tab. Oder mit dem Hand einfach waschen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß zum Nachmachen. Und ich hoffe oder ich glaube, ihr werdet zufrieden damit. Tschüss.